Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Das sind die Indianer da oben. Das ist ein Speer selbst gebastelt, aber Jonas, ne, das ist ein stumpfes Messer, Leute, ne? Wenn ich eine falsche Reaktion sehe, ist es weg. Na, Pfeil und Bogen. Wir haben auch in den Stöcken Löcher reingemacht, damit man noch besser schießen kann. Dass man noch besser schießen kann. Sehr gut, Jonas. So, jetzt haben wir hier mal aufgemacht, die dürfen wieder raus. Kommt. Also Leute, Mahmoud war gestern beim Arzt und der hat gesagt, er hat einen Nierenstein auf der rechten Seite. Da bekommt er jetzt Medizin, muss ihn ein paar Monate nehmen, bis er sich löst. Und auf der linken Seite ganz viel Nierengrieß. Deswegen hat er auch so Schmerzen. Also ich habe ihn selten gesehen, dass er sich so krümmt. Also eigentlich nie. Der hat immer, war der schmerzfrei. Hat nie irgendwie gesagt, dass er was hat. Aber jetzt, ja, das erste Mal. So, ich glaube, die Erde ist was geworden, Leute. Ja, da kommt was raus. Wie, da kommt was raus? Was soll da kommen? Eine Pflanze ist da rausgekommen. Hä? Ah, weil jetzt, naja. Das ist doch mein Kompost. Da werde ich, das ist Erde für den neuen Blumengarten. So. Jetzt machen wir erstmal Wasser an, dann kriegt ihr Wasser. Mause hat sie schon rausgelassen. Na, ihr drei. Ja, die sind noch schüchtern, immer noch. Bei den dominanten Viechern da. Ja, da müssen wir die Enten reduzieren. Jetzt sind es schon Brummer. Jetzt haben wir die gut gefüttert, wie ihr seht. Guckt ihr mal die Brummer an. Na, Masha'Allah. Gerade heute Morgen ein Buch angeguckt, was ist was? Indianer, und jetzt eine Stunde später sind sie die Indianer. Die Kinder spielen immer alles nach, was sie im Fernsehen sehen oder im Buch lesen. Oder, was heißt Fernsehen? In YouTube. Hast dich wieder schön gewälzt, hä? Du Furzel. Du kleiner Furzel. Hm? Ah, Habibi. Was ist, was ist, was ist? Das ist so süß, wenn du zu deiner Schnauze. Ja, 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 ja. Ja. So, guck dir mal das an, ha? Ich gehe zu Decki. Ich mache jetzt mal hier Wasser. Heidenei. So, eine Runde hier schnell Wasser gemacht. Jetzt gucke ich mal da hinten. Sind die Enten draußen? Irgendwie habe ich. Ah, da sind sie. Die sind schon rausgekommen. Alhamdulillah. Ihr seid ihr schon raus? Ihr Mäuse. Ah, okay, geht auch so. Und wie sie rennen. Tick, 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 tick. Geht mal in die Sonne. Das lassen wir heute leer. Das soll trocknen. Guck mal, wenn die in der Sonne sind. Fertig, dann gib mir den Schlauch, ich mach hier weiter. Der ist rein, der kommt gleich. So, heute Aktion. Ich will hier kehren. Oh, oh nein. Das ist natürlich, war ja klar. Ah ja, war ja klar zu erwarten, das kann man nicht wegkehren. Ist auch egal, ist nicht so schlimm. Trotzdem kehren wir das. Hm? Wo seid ihr? Süße Mäuse. Na gut. So, wir haben den Kükenstall umgeschoben, den Entenstall wohl eher. Ja, hier haben wir schon eins voll gemacht von den Enten, wo sie trinken. Und ja, Mama arbeitet schon und bringt die Steine wieder dorthin. Und ja. So sieht's aus. Guck mal, wie nass das schon wird, ne? Mhm. Na, was haben wir heute? Fast eine Woche. Morgen sind sie eine Woche bei uns. Mhm. Alles durchweicht. Dann machen wir halt hier vorne mehr Sonne. So cool, der Ring hier war ein Regenbogen. Ja, Jonas ist ganz nass. Ich mache wieder ein. Nee, die Kamera wird nass, Jonas. Nein, wir müssen warten. So ein Geschleppe und Geschiebe. Entschuldigung. Mhm.
Ich habe doch gar nichts gesagt. So. Na, gefällt es dir? Du bist auch ganz nass. Ja, ganz ich bin blond. Ganz blond. Frag mal, Jonas, was hast du letztens gesagt? Man sieht dich so schlecht von hier. Komm mal hier rüber. So, sieht man dich viel besser. Jetzt erzähl mal, warum... Du hast mich letztens gesagt, Mama, warum sind die hier die Leute alle braun und in Deutschland alle weiß? Guck, in Ägypten sind wegen unseren braunen Schwitzen sagen, das ist doch hier voll kalt, wie das in Deutschland, das ist doch voll heiß. Mhm. Und guck. In Deutschland sind sie weiß, weil dort kalt ist, oder was? Ja. Mhm. Das weiße Stärke oder das heiße? Nein, das oder das braune. Braun ist dominant. Braun ist stärker. Natürlich. Also in das braune kann schnell. Wenn jemand macht seinen Finger da drin in das braune. Tschick. In welches braune? Hä? Hör auf, nicht anmachen. Das brauchen wir nicht. Guck mal die. So. Naja, Philosophie der Kinder. Was denkst du, warum alle hier so braun sind und in Deutschland alle weiß? Und was liegt das? Wegen dem Körper, wegen der Haut, die Sonne, weil sie viel in der Sonne arbeiten konnten, würden sie braun. Und ja, und in Deutschland, weil da nicht so viel Sonne ist und nicht so viel Hitze und ja, die Haut dort anders ist, werden sie nicht so braun. Genau, gut erklärt. Richtig. Richtig. So ist es. Pass mal auf, da unten sind ganz viele Fliegenmaden. Na, da sind die Babys. Ja, gib denen ruhig Wasser. Nein, das soll doch trocknen, Jonas, bitte. Zumachen. Mache zu Wasser? Der eine Ägypter, der hat es nicht gewusst, wie man es zumacht, hat es offen gelassen und ist hingegangen, hat es zugemacht. Ja, das kennt nicht jeder, gell, ist klar. So. So, alles wieder organisiert. Guck mal, wie süß. Manche bleiben schön im Schatten, manche hier. Was macht der da? Jetzt hast du dich richtig nass gemacht. Mhm. Yeah, mach dir Wasser aus jetzt. Ah, ja. So, da hocke ich. Die Enten relaxen. Guck mal, wie die den Kopf hinlegt. Jetzt hat sie sie gestört. Die sind brutal müde. Guck mal, alle müde, relaxen, schön im Wind. Ah, guck mal hier, wie sie den Fuß wegstreckt. Das ist ein Zeichen, denn ich fällt's hier. Ah, und hier vorne, guck mal, der legt sich richtig wie ein Baby hin. Oh, sind die niedlich, sag's euch. Hockey auf meiner Bank, alle sind versorgt. Und die Kinder sind da hinten. Ach, dann werden wir mal gucken gehen. Schön schlafen, ihr Mäuse. Oh, sind die süß. Hier haben wir Schatten gemacht. Oh, und die Warzenenten sind draußen, ja. Und Ingrid, wer ist das? Keine Ahnung, einer von denen sitzt sich auf dem Gras. Ja, habt ihr schon geduscht heute? Und was macht ihr? Wir haben sie schon gesattelt. Gesattelt? Ja. Okay. Jonas wird jetzt versuchen, das erste Mal zu sitzen. Bismillah. Aufsteigen hat er noch Schwierigkeiten. Aber beim Reiten ist er gut. Wo reitet er denn hin? Die frisst doch jetzt. Höher! Nicht höher. Jonas, langsam, wenn die dich runterwirft. Wirklich. Ja, die frisst jetzt. Wenn sie fertig ist. Der du. Ja, der hat keine Angst. Darf ich das auch noch? Hast du schon vergessen, wie sie dich mal runtergeworfen hat, Jonas? Ja. Das hat er schon vergessen. Die war da unten. Ja. Ich habe schon gedacht, das ist alles gebrochen. Das war ihr peinlich. Oh, sure. Sportlich, sportlich, Mädchen. Na, Jack. Hey, Baby. Hier treffe ich mich hier besonders nicht mehr. Weil ich weiß, wo man weg ist. Ist das lieb? Guck mal. Das ist auch noch voll. Jack! Können wir mit dem Stock ein bisschen zur Seite machen, dass er weggeht. Ich gehe mal kurz runter. Jack! Die arme Heidi.
Ja, selber schuld. Wenn du so viel Quatsch machst, fällt man hin. Selber schuld. Brave Heide, feine Mann. Der will auch reiten, genau. Willst du auch reiten? Ja, du musst halt anfangen. Wo reiten die hin? Nimm mich mit, Mama. Der beißt dir in den Rücken, guck mal. Tu ihn mal weg, die arme Heidi. Deine Mama zu beißen, weg. Geh runter. Wenn er steht, ist er sogar größer als Barbe. Habe ich auch noch schon gesehen. Ja, der wächst gut. Komm, Jonas, mach mal den Sattel ab. Die sollen jetzt fressen. Stört sie nicht beim Essen? Jonas, jetzt, wenn er rumhopft, ist es keine gute Idee. Hallo, mach den Sattel runter. Mit euch muss man immer so streng reden, dass... Warum gehe ich eigentlich nicht rein, gell? Bin ich blöd? Nur glotzen. Sag mal, Jack. Also, nee. Schlimmer Bub. Hast du schon deine Dinger gekriegt? Muss man immer hier zwischen die Beine lang. Nee, die sind noch nicht runter. Ja, sobald die Hoden runter sind, kommt der Doktor. Schniep, schnapp, Eier ab. So. Tschick. Jetzt beißt sie zurück, so ist's. Ja. Alles klar. Und du? Ja, dann geh auf dein Zimmer, Julius. Geh auf dein Zimmer, Julius. Julius. Na? Habibti, du bist meine Liebe. Ja. Das ist unsere Liebe. Ich freue mich bald, kriegst du dein Baby. Also, Leute. Wer sagt, ob es braun wird oder schwarz-weiß? Ich würde sagen schwarz-weiß. Ich hoffe schwarz-weiß. Ich hoffe, das ist echt braun und noch silber. Nee, braun nicht. Ich will keine braune Kuh haben. Dann müssen wir sie verkaufen, weil dann ist sie Bellady. Ich will eine Friesen haben. Die behalten wir dann. Weil Bellady ist nicht. Ja, macht sie mal Kaka. Die hat ein bisschen weichen Stuhl. Die hat sehr viel Grün bekommen. Kommt, Kinder. Vorher noch was passiert. Sind immerhin Tiere. Immer mit Respekt und Angst müsst ihr haben. Nicht so. Genau. Einmal knutschen. So, guck mal die drei. Hm? Machen wir, lassen wir das mal offen. So, gucken wir mal hier. Ja, Leute, es ist gar nicht schlecht mit diesem Material als Boden. Na, guck, ich habe extra den Eimer da oben, weil die haben nur von oben gefressen. Die sollen ja von da unten fressen. Gell? Jetzt geht ihr mal wieder rein. Komm, fress mal was. Fast eine Woche da. Ja. Du? Du, du, du. Duda. Von Dings. Was für Duda? Ein Tierchen. Eine Ameise. Du sagst immer Duda. Das Duda heißt doch Wurm auf Arabisch. Nein. Doch, Namel heißt Ameise. Ameisen, Namel. Und Namla, eine Ameise. Wahed Namla. Khamsa Namel. Khamas Namel. Namlat. Namlat. Naja, das... Ich glaube, Namel ist die Mehrzahl. Und zwei Ameisen, Namelten. Namleiten. Die haben immer so, weil für zwei Sachen musst du immer ein En dazu machen. Lebenten oder Ten. Was ist? Zwei Milch. Laban. Ethnien Laban. Ja, super. In Laban. Wir haben 10 Koli. Kakoli. Uferutschten. Nein, Faruja. Zwei Hühner, Ferutschten. Nein, Buggas. Bahaten, Baten, Bahaten, keine Ahnung. Bagartien. Bagarten. Ich habe gerade Enten, nicht Kühe gesagt, aber ist egal. Ich schlafe nicht. Gert heißt Affe. Garten, zwei Affen. Ich will auch mal schlafen, das Eichhörnchen. So.
Ich muss jetzt abwaschen. Gucken, was wir heute essen. Was wollt ihr heute essen? Auf was habt ihr Lust? Spaghetti. Nee. Das ist so lange. Das haben wir so lange nicht mehr gegessen. Ach, ich habe keine Lust, Spaghetti zu essen. Und der Barber, der hat doch Ding, der ist krank. Der muss irgendwas Gutes essen heute. Eine Suppe. Ich will auch Suppe essen. Eine Suppe? Ja. Hm, muss ich mal ein bisschen Hähnchen rausholen. Ich brauche kein Hähnchen. Ente McNuggets. Na, für eine Suppe muss man... Essen? Eine? Nein, Habibi, die Süße. Und haben wir eine Babytaube? Ja, wir haben eine Babytaube, aber... Ich kann sie essen? Der will immer Tauben essen, der Jonas. Ich habe noch nie Geschenke gegessen. Wir gucken mal. Der ist noch nicht reif. Die muss noch ein bisschen. Aber nur eine. Nur eine. Jonas, machst du die Tür bitte ein bisschen zu? Ich möchte... Schauen wir mal. Bisschen schaukeln. Dankeschön. Wir müssen die Enten jetzt reintun, weil Mama geht rein und die Enten können nicht hier draußen alleine bleiben. Es sei denn, ihr bleibt noch hier, weil ich gehe rein. Wir bleiben, aber ich möchte... Und wenn du reingehst, musst du die ins Stall tun. Dann tun sie gleich, weil ich schaff's nicht. Okay. Geh von der anderen Seite. Geh von der anderen Seite und hilf ihm. Die Entenflüsterer hier, die Ententreiber. Langsam, immer langsam laufen. Jonas, und nicht stressen. Immer hinterher, die gehen von alleine. Jetzt muss ich kommen. Genau, und jetzt stehen bleiben, die gehen. Von Alene. So. Von Alene. Jetzt zumachen das Ding. Ja, das Blut. Sind. Was für Blut? Das sind Maden. Da. Ja, guck mal, Leute. Seht ihr das? Lecker schmecke, Bismillah. Da würden sich jetzt ein paar Dschungeltypen freuen auf ein paar Maden. Komm, pass auf. Ja, die legen hier gleich die Eier, die Viecher. So. Jetzt gucken wir, ob wir noch mal ein bisschen was Schattiges finden zum Draufmachen, damit sie mehr Schatten haben. Und fertig. Pass auf deinen Kopf. Bei dir gegangen. Ach, Welcome in Egypt. Aywa, welcome in Egypt. Pff. Wo ist denn diese Bataneia? Die hässliche. Na komm. Wir haben doch hier so ein hässliches Tuch gehabt. Das können wir nehmen und auf das Ding tun. Aua. Dann haben sie Schatten. Hier die Ecke haben wir gestern immer gemacht. Da waren wir fix und fertig mit der Mausi. Mein Mann hat auch gesagt, was machst du so einen Stress und so viel Arbeit? Ich bring doch bald einen Mann. Hat er auch recht. Ich wollte halt auch ein bisschen Sport machen, ein bisschen Beschäftigung. So, das schmeißen wir jetzt hier drüber. Und gut ist. So, guten Appetit, Leute. Heute haben wir wieder Ente. Und mal wieder die gleiche Suppe. Wir essen ja immer ähnlich. Ne? Also wir wollten immer so viele Kochvideos, aber wir essen nicht so viele unterschiedlichen Sachen. Immer viele Sachen gleich. Und schmeckt uns gut. Hier ist noch Magen dabei. Das mag der Jonas und Leber. Die Mause hat nur den Magen. Muss ich kurz gucken, ist das richtig? Ja, hier ist Leber dabei. Das ist Jonas Teller. Gut, der Jonas hat schon gegessen. Der hat schon vorher was bekommen. Bon Appetit, Mahmoud. Meine Lieblingspatates im Ofen. Und ja, guten Appetit. Okay, ah, Jonas hat wieder einen Flohmarkt. Ich komme jetzt. Na gut. Diese Halskette. Die hat mir mal gehört. In meinen wilden Zeiten habe ich die Kette getragen. Oder die hier. Oder das. Das, nee. Oder ich lass dich mal gucken. Für die Vögel. Du verkaufst die Boxhandschuhe. Warum? Oder nee, das brauche ich nicht. Also, was kosten denn diese Geschirrsachen? Die brauche ich für meine Küche. Was die kosten die? Nichts, du musst etwas in Gegenleistung tun. Also, ich habe ihm eine Schachtel Mandil, also Taschentücher, abgenommen. Dafür darf er ein bisschen mit meinem Handy spielen. Okay. Aber jetzt aber nicht. Also, ich habe zwei Wochen nicht klauen das Handy von Chubby. Okay. Und was muss ich jetzt dafür bezahlen? Was willst du kein dafür? Geld. Kein Geld. Okay, aber was als Gegenleistung? Was denn? Du kannst zwei haben. Mhm. Was ist denn zur Auswahl? Was kann ich mir denn aussuchen, dass ich dir gebe? Alles. Und auch ein Kuchen. Kuchen. Ein Kuchen backen? Ja. Okay. Und ein Törtchen. Törtchen. Warte. Ich glaube, Kuchen ist leichter. Nein, warte. Willst du so einen Schokoladenkuchen? Nein. Was sie hier noch aussuchen. Was noch? Ganz zwei Sachen aussuchen. Der Salz- und Pfefferstreuer, der ist schon kaputt. Guck mal, Jonas. Entschuldigung. Der ist auch... dann will ich ihn nicht mehr haben. Die kann ich nicht mehr. Toll. Zum Heißkleber.
jetzt sind sie nicht mehr schön. Ach Mann. Der ist aber nicht schön. Das ist der Salzstreuer. Pfeffer ist kaputt. Wenn wir das geregnete Auto kaufen, wir ein goldenes Auto, ja. Einer hat schon Interesse in unserem Auto. Mal gucken. Okay. Hier unsere schöne über ein Kochvideo. Das Ding. Unforgettable. Unvergesslich, der Schrott, was wir da gemacht haben. Kaufen? Ah, was kostet das? Ein Kuchen? Okay, dann backe ich dir einen Kuchen, gibst es. Weil ich möchte jetzt schlafen gehen. Mama hat so viel gegessen, der Magen braucht jetzt Ruhe. Na gut. Du auch? Du bist auch müde. Wie viel? Also, einen Kuchen backe ich dir für das, okay? Zwei Kuchen hier. Was? Nee, ein Kuchen reicht, Younes. Na gut. Du Kleiner. Du willst die hier? Okay. Eine für einen Kuchen. Nein, ganz viele Kuchen da. Ganz viele Kuchen. Welche Sorte soll es sein? Was schmeckt dir am besten? Tja, ich kann das nicht glauben. Mit noch ein kleinen, was heißt das, kleinen roten? Erdbeertörtchen? Ja, Erdbeeren. Wir haben keine Erdbeeren. Das ist es. Egal. Wir machen Schokokuchen. Okay, also, das war's. So, mal kurz die Pflanzen zeigen. Die haben sich wieder regeneriert. Wie schnell die Blätter einrollt, kriegt sie Wasser, zack, bin ich wieder back. Back in the garden. Da denkst du, die verreckt gleich, neu, die kommt wieder. Ja, die essen da oben Cola Light Eiswürfel, ausnahmsweise. Schaut, jetzt haben wir hier schön schattig, aber wir lassen die mal raus. Und ah, oberflächlich getrocknet von heute Morgen. Kommt ihr Mäuse. Zeit für ein bisschen Spaß. Kommt. So, schon wieder 1000 Spinnen da. Also, ich hock mich noch. Komm, Mimi, Mimi. Ja, komm. Na komm. Moment, ich mach was. Ich bring mal die Wasserschüssel raus. Na komm. Komm, komm. Da ist das Wasser. Da seid ihr. Einmal scharf stellen, bitte. Ja, die schwitzen. Heute ist brutal. Ja, 44 Grad. Aber die Woche soll jetzt immer unter 44 Grad werden. So 41, so rum. Dann warten wir mal. Wir haben ja dann auch Ende August bald. Ja, dann sollten sich die über 40 Grad dann mal verabschieden. In 10 Tagen habe ich schon Vorschau gemacht. 39 Grad. Inshallah, wenn das stimmt, was sie sagen. Na, komm raus. Ja, komm. Ja, fein. Komm. Mimi, Mimi. Jetzt geht der erste schon vor. Dann kommt der zweite, der dritte. Aber wenn die gehen, kommen wir auch. Da ist doch Wasser dahinter. Komm aufstehen, Faule. Ende. Ja, komm. Komm zum Wasser. Ja, fein. Ja, fein. So, jetzt, da habt ihr's. Könnt ihr da draußen rummatschen. Ja, jetzt lassen wir sie bis zum Maghreb draußen. Dann können sie ein bisschen rumwatscheln. Heute Morgen waren sie draußen, nachmittags draußen, ne? Unter Aufsicht natürlich. Wobei, ich glaube, die... weiß nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt, wobei man weiß es nicht, die großen Kater, die sind schon gefährlich. Aber so die kleinen Babykatzen, die machen nichts. Ja, das ist ihre liebste Ecke da hinten. Mahmoud ist schon heute besser, Alhamdulillah, hat noch Schmerzen, hat gesagt, er will keine Medikamente, Schmerzmittel nehmen, weil wenn er das nimmt, dann schont er sich nicht. Das ist auch seine Argumentation. Besser Schmerzen haben, dann bleibt er liegen. Als Medizin nehmen. Aber er war den ganzen Tag heute gelegen. Und ja, jetzt ist er. Wahrscheinlich hat er die Schnauze voll zum Feld gegangen. Um zu gucken, ob alles okay ist. Der arbeitet nichts. Aber ich habe gesagt, wenn du ein paar Molochea siehst, kannst du dich schon abpflücken. Und mitkommen, das wollte er nicht, dass ich mitkomme. Der geht alleine gucken. Na gut. Ja. Was ist da hinten los? Oh, die tun die Tauben wegscheuchen vom Futter. Richtig so. Ist euer Futter, die Wildvögel da. Ich sag's euch. Ja, die Badeschüssel ist schon fast zu klein. Die wachsen wie Bolle. Ja.
ist da hinten los da? Naja, alles okay. Habt ihr Angst noch? Ich mach nichts. Ich sitz nur da. Heute haben wir Ente gegessen. Die war lecker. Peking-Ente. Ihr seid ja andere. Ihr seid ja Mouladen. Komm, machen wir mal den Schlauch an. Eieiei. Moment, Leute. Das geht so nicht. Eine Runde duschen. Regen. Gefällt euch das nicht? Was seid ihr für Enten? Ja gut. Dann tschüss. Die zwingt uns zum was nass werden. Die schalt erfrischen bei der Hitze. Komm, macht euch nicht so. Ja, ich habe auch keine Lust, irgendwas zu arbeiten. Ich bleib heute hocken. In der Küche war es so nass, Leute. Und heiß war, ja, nass war es auch. Wenn du kochst und der Ofen war an für die Kartoffeln da, ne, im Ofen. Was hat er? Nein, der, tu die Sojasauce bitte zurück. Das braucht. Ich kann das bitte als Vase einfach hinstellen, wie das zurückhaben. Nein, nicht als Vase. Das ist. Ein Picknick. Tu das bitte zurück. Das hat man. Bitte. Der will die als Vase hinstellen zum Picknick. Was verkauft der? Tomaten und Anab? Also, Gemüse. Wir brauchen nichts. Vielleicht Tomaten, aber ich habe keinen Bock jetzt aufzustehen. Tomaten, Huel, Patate, so Anab. Also Tomaten, Kartoffeln und Trauben hat er. Ah, jetzt kommt der Wind, so schön. Der da, der kriegt die Farbe grünlich wird der, so Grünschimmer. Wunderschön. Bin schon gespannt auf den. Ich glaube, das ist auch ein Männchen, so wie das aussieht. Die sind ja immer ein bisschen größer. Aber ob die alle verwandt sind? Die sind ja alle, die haben die alle die gleichen Größen, ne? Also dann müssen die wirklich. Und die hatte ja mehr davon. Ich habe ja schon 20 gekauft. Da waren ja nochmal, bestimmt nochmal 10, 20. Und das ist so eine Hausfrau, die züchtet die zu Hause wahrscheinlich. Hm. Noch ein Glas Wasser. Hey. Naja. So, jetzt habe ich da hinten eine Badeschüssel gemacht. Hier noch eine extra Fressmöglichkeit. Aber das haben die noch nicht gesehen. Oder trauen sich nicht zu fressen, kennen das nicht. Weiß nicht, was ihr vorher... Ja, genau, probier mal. Was habt ihr denn? Habt ihr auch Kaviar gefressen wie die anderen? Hm. Halt, langsam. Nicht die Blätter kaputt machen. Das ist das Molochea vom Feld. Die Sonea bitte, neben dem Freezer, die große. Jetzt... Fängt auch schon da an. Also Molochea. Kann ich wieder zupfen und trocknen. Genau. Schwer das Ding, hä? Muss ich erstmal. Halt. Der ist, also. Tschüss, Singer. Na gut. Du guckst auch zu. Komm, willst du ein Molochea-Blatt? Komm. Schmeckt nicht schlecht, ist gesund. Komm. Dein Wasser ist leider verschüttet. Die Decke ist über unser Essen. Mmh, Molochea. Jetzt ist Essen da. Ja.
Das war's, den Stiel will ich nicht. Na gut, komm, noch eins. Sind wir ja nicht so, komm. Bist ja der Star vom Kanal. Komm. Guck mal, der ist allein, der ruft nach den anderen. Magst du nimmer? Schmeckt doch nicht. Wo seid ihr? Ich bin ganz allein im Stall. Hilfe! Da, ich sehe euch durchs Gitter. Wie komme ich zu euch? Hilfe! Lasst mich nicht alleine bei der verreckten Deutschen. Die spricht doch nicht mal meine Sprache. Halt die Klappe. Komm, geht mal rüber jetzt. Das geht mir immer da zu den anderen. Dann muss ich ja mal zubauen, dass er nicht immer abhaut. Machen wir mal zu. So. So, guck da. Wasserschüssele. Und jetzt fange ich an, das Zupfen. Na, erstmal waschen. Ja, ist ja gut. Die Polizei da überall. Geflügelpolizei, die Gestapo ist überall. So, einmal abspritzen. Das mache ich jetzt nicht so 100%, Leute. So. Viel zu viel Zeug zum... Ach, da unten noch. Das lassen wir dann kurz in der Sonne trocknen. Und fertig. Die Füße, das ist echt kalt. Dass die Erde halt der Staub weggeht, damit man den Staub nicht im Essen hat. Achtung, die Kamera. Ja. So, jetzt habe ich da die ganze Erde, kann man weg. Salat. So, das war's, jetzt zupfen wir. Normal lässt man das trocknen ein bisschen, aber wir haben kurz Zeit. Bis morgen ist das weggefressen von der Pute dort. Gell? Ja, dann legen wir das so hin und fertig. Dann trage ich das später rein. Muss ich nochmal ab, ist noch zu nass. Shake, shake, baby. Jalla, das war's. So, jetzt wird's langsam immer dunkler. Die gehen jetzt auch langsam ins Bett. Genau, Betty, Betty. Na, falscher Schlachtruf. Kommt ihr wieder raus? Ja, eins ist schon da drin, habe ich reingetan. Die Badeschüssel schon, eins hat gebadet. Die lieben Molochea. Wir sind fertig. Guckt. Ein Ding voll gemacht, das werde ich jetzt ins Haus nehmen und da trocknen. Jonas kommt und will mir über Sterne erklären. Die haben den Schlauch verlängert. Jetzt haben wir 30 Meter, 10 Meter länger gemacht mit einer Steckverbindung. Mit einer Rohrschelle, jetzt weiß ich den Ausdruck von euch. Rohrschelle, ja. So, und die Kinder, die spielen bei der Heidi und beim Jack wieder. Und ich lege jetzt die Füße hoch. Ich wollte ja nichts mehr machen, aber gut, das Zupfen ist ja kein Geschäft. Bissle waschen, zupfen. Naja, also mir gefallen die Enten sehr. Aber ich vermisse Hühner. Ich gucke immer im Internet und in Kairo sind so süße Paduaner Küken. Dann Zwergkochin und oh. Und es gibt, kann die halt nicht herbringen. Zwerghühner wären auch cool. Ne, die legen halt dann nur kleinere Eier und weniger nur, so 80 Eier im Jahr. Aber das wäre schon schön. So 4, 5 Zwerghühner. Hm. Naja. Wenn ich mal in Kairo bin, inshallah, gehe ich auf den Markt, der heißt El Goma in Kairo, der Markt anscheinend, oder in Sayeda Aisha, da ist jeden Freitag Markt, wahrscheinlich ist es der El Goma Markt. Weiß jemand, wo das genau ist? Der Stadtviertel Sayeda Aisha. Ja. Ha? Ihr kriegt gleich Bersim, kommt gleich, kommt gleich. Jetzt warten wir noch auf den Mahmoud, dann kriegt ihr Bersim und dann gehen wir nach Hause. Schlafen, gell? So, jetzt ist es Maghreb. Psst. Leise. Mach die Tür auf, der Baba kommt.
Ein Kopftuch, gell? Das muss man auch noch anziehen. Der macht sich schick. Make-up. Ist da. Luzerne für unsere Viecher. Komm. Ketir Wallah, say. Show us your herpes, Kolutamam, still the Musmar. Still. And you feel better today, Shwaya? Tani? Still, not come. You don't take the hurting tablet, like I told you. So, Kinders, jetzt machen wir das mal rein. Reinschmeiße. Das gebe ich in den Stall rein, dass sie ein bisschen fressen. Wir tun die nach dem, nicht jetzt rein, sondern nach dem Isha-Gebet. Komm, Penny. Ja, das gefällt dir, gell? Das Grüne. Steiding. Kommt. Da. Bitte. Schnell, fress Penny. Ja, die Herrschaften, die haben keinen Bock auf Zwiebelschalen und Zeug. Wie die Hühner. Where you touch this? Connect with her legs. La, der macht das, aus, dass sie ausschlägt, damit ich sage, verkauf sie. This is why all the donkey beating and you train them. Der trainiert sie. Typisch mein Mann wieder, gell? Typisch. La, the water is finished. Wir haben kein Wasser mehr. So, Leute, dann gehen wir jetzt rein, gell? So, haben wir schon viel, gell? Guck. Super Sache. Okay. Das war's. Ach so, die Enten müssen wir noch rein. Ja. Das wäre vorteilhaft. Schönste Feder. Sehr schön. Woher habt ihr die? Die gehören mir. Indiana Younes kommt jetzt ins Bett. Betty, Betty, geht ins Betty. Betty, Betty, falsche Richtung. Betty, Betty, kommt. Betty, Betty, geht ins Betty. Yalla, Betty, Betty. You're fine. Komm, haut rein das grüne Zeugs. Komm. Hopp. Betty, Betty. Müssen die lernen. So, gute Nacht. Ich mache in die Wasserschüssel nimmer rein zum Baden. Die sollen hier draußen baden. Das ist nix. Machen nur Dreck. Und da kriegt die Palme dann ja ihr Ding. Kriegt die auch Wasser. Na gut. We go praying. Allah, ja, Labina. Also, meine Lieben, das war's wieder von uns. Habt ihr aufgeräumt eure Sachen da oben? Mama, du machst mal auf. Mausi liest Koran, lernt so die Suren. Sarata. Sarata al-lazina, sarata al-lazina, amta alayhim khayl muhtum ala dhalim. Amin. Fertig, Sander. Psst, das
Super, sehr gut. Du kannst auch, das kannst du noch kol Allahu Ahad. Mama Salah, Mama. Die fangen jetzt das Beten an, wir gehen auch. Sag mal schnell kol Allahu Ahad, kannst du auch. Kol Allahu Ahad, Allahu Samad, Amel, Mamulad, Amelku, Kufuan Ahad. Lahu, das vergisst du immer. Lahu. Kufuan Ahad. Ahad. Ja, müssen wir noch besser üben. Und du, guck mal hier, die Prinzessin, wartest du auf den Bräutigam? Was? Wartest du auf den Aris? Wie du da sitzt? Ich? Du, ob du auf einen Bräutigam wartest? Nein. Du hast die Leute nicht. Das ist Koran. Ja. Nein, sie hört Koran. Rechtschaffene Kinder, Maschallah. Ja. Runter jetzt, da. Komm, geh mal. Pass auf, dass nichts passiert. Kommt rein. Also, Masselema, Leute. Bye, bye. Das ist's. Komm mal, Lochea hier.